Hallo ihr Lieben, wir haben uns in der Pause darüber unterhalten, wie befriedigend ist das Schicksal aufzuklären. Ja. Wir wollten jetzt nach den Franzosen suchen in der anderen Genau, wir Szene. haben 15 Schicksale komplett aufgeklärt. Und viele ja so fast. Genau, in dieser Folge machen wir nochmal weiter, dass wir ein bisschen durchschauen. Wir müssen zu das Das war dann im Verderben. Verderben, weil genau der Alfred Castile sagt ja, hey, where's my Frenchman? Und dann sagen sie, der wurde zerfetzt. So, guck mal Jetzt können wir auf gerade mal gucken. andere waren zugegen. Ich wollte hier gerade mal durchgucken, ob wir irgendwo gesagt haben, dass jemand zerfetzt wurde. Zerquetscht. 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 Kanone zerfetzt, Da aber müssen wir es. auch nochmal, das muss auch aufklärbar sein hier gleich. Ja. Das sind die ganzen Zerquetschner. Wir suchen ja vier einer Explosion zum Opfer. Das ist zerfetzt werden, oder? Zerrissen. Genau, da haben wir gesagt, er sieht halt nicht. Aber wir haben schon Wir gesagt, haben es ist ihn ein zermaßt. Maßgast. Okay, da haben wir aber auf jeden Fall recht mit, weil es waren die Leute oben. Aber es gibt halt sonst keinen, der. Aber gibt es nicht noch eine Szene, wo die kämpfen auf Deck? Ja, wer Ja, weiß das war diese hier, diese Szene. In diese müssten wir mal rein. das? Weil Auf. die anderen waren alle unter Deck. Das waren Ja, alles die das ist was dann das Kanonenleute. Aber Kanonendeck, es sind ja. Kanoniere, das könnten wir auch gleich Ja, es mal. gibt nur einen Kanonier in dem Sinne. Naja, stimmt, das ist ja nicht so wie. Warte, jetzt muss ich mal gucken, welcher ist denn das? Wenn da ist. Da ist das, ne? Ja. So, ich Ja. gucke so. Richtig, das heißt. An der Rundung Hier ist der drin. erste Aufgang. Das ist der hier, ne? Der hier vorne. Der hier. Ja. Ist es das mit der Explosion? Oder Ne, was? es ist der wirklich zerrissen. Guck mal, das ist Ja. ein. Das ist ein. Boah, das ist ein Darm, oder? Das ist Blut. Was da so raushängt. Wir haben den. Ah, mich stört nur, dass wir gesagt haben, er ist Maßgast. Weil der da oben in der anderen Szene. Guck mal, wer die Leute alle hier sind, die jetzt da sind. Ja. Weil der könnte natürlich. Ne? Also wir suchen ja jetzt quasi den. So, okay, einer von denen muss Das ist sein. der Bootsmann. Ne? Es ist er hier, Ja. der gleich Genau. nach unten geht, weil er jetzt hier schon mal seinen Arm gleich irgendwo verlieren wird. Ja. Haben wir ja richtig gemacht. Das ist der, den wir immer noch nicht. Das ist der, wo wir die ganze Zeit dran rumkauen, wer er eigentlich ist, ne? Das könnte dann sein Kollege sein eigentlich, vielleicht. Das ist aber das. Meinst du, dass der nicht eigentlich zu alt ist, um der Maat von dem zu sein? Der ist immer in Stimmt, der ist wichtigen. überall, aber wir haben auch nicht raus, welche wichtige Position noch fehlt. Das sollten Ja. wir uns nochmal angucken. Weil wir sagen ganz, es fehlt uns irgendwas. Oder er ist halt, er kann halt. Er kann eigentlich. Ja, aber wer soll denn. Okay, wir haben noch einen Kanonier-Smart. Das ist auch was Ja, Höheres. aber Aber wer soll sonst Kanoniers? Also er soll kann eigentlich kein Offizier sein, weil die Offiziere haben beide noch diesen Hut. behaupten wir zumindest, ja. Und einen Schiffssteward. Er ist kein, er ist auch, er ist kein, ne, er muss Ja, einer, er muss einer von denen da oben er sein. muss Also. entweder Offizier, Bootsmann Maat oder Kanoniersmaat sein. Genau. Weil alle anderen haben wir ja, glaube ich, weg. Ich weiß nicht mal, wie sicher das hier ist mit dem Christian Wolf. Da bin ich mir unsicher. Das Da weiß müssen wir ich nochmal auch reinschauen, wo nicht. der vorkommt. Döp, döp. Und so, wen haben Aber. wir hier noch? Aber eigentlich müsste ja sein Mat, kann kein Mat, das sind Matrosen, genau. Nur Was mal anschauen, alles hier. bist du denn? Nach der Ah, der ist wieder. schon wieder. Du bist auch überall, Ah, Mr. Awesome. Alter. Die da hinten sind mir auch noch nicht aufgefallen. Das ist mir sowieso, Oh, glaube da ich. sitzt noch einer. Ah. Ist das ein Offizier. Nee, einer Nicholas? der Offiziere. Wir wollen ja noch nicht wissen, welcher. Wir haben einen dritten und Ah einen ja, vierten Nicholas wissen wir ja ist noch der eine, nicht. ja. Alles sicher, hat seinen Hut. Ohne Hut. Ach krass, das ist mir irgendwie nie aufgefallen. Ich würde voll gerne mehr davon sehen, so. Wie krass das da eigentlich. Ich weiß, ich schweife ab, aber Er es wurde von interessiert mich einem gerade. Kraken zerfetzt, so wen jetzt hier noch? Ja, aber es. Es muss eigentlich der dann sein. Er muss der Maat sein. Ja, dann Auch wenn fragen. er nicht so aussieht für uns, aber eigentlich Und dann muss. fragen wir uns, also ich meine, wir haben den zum Maßgast gemacht, weil der auf der anderen Szene da Irgendwo da oben oben halt rumklettert, rumklettert und ja. das verwirrt mich. Ja. Weil Aber. wer.
Oder wir gucken uns nochmal die andere Szene an. Er wird wahrscheinlich, es sieht auch so ein bisschen aus, als wäre er da, naja. Aber er läuft halt auch immer nackt. Guck mal auf dem Foto, wo er eigentlich sich befindet, da oben. Er ist halt hier. Das kann eigentlich nicht sein, weil er, guck mal, er ist doch bei der Mannschaft. Also wenn der wirklich was Höheres ist, dann wäre er doch da oben nicht mit auf dem Foto. Aber der Typ, den wir suchen, ne? Ja. Der müsste ja hier jetzt auf, der muss ja jetzt hier bei sein. Ja. Der muss ja einer von den Leuten hier sein. Und eigentlich bleibt von den hohen Positionen ja nur. Vielleicht? Ist das der hier? Ja. Ja, ich glaube eher, es muss auch jemand mit Hut sein, Tatsache. Weil alle Leute, die was zu sagen haben, haben einen Hut. Aber der hier kann es nicht sein, weil der lebt später. Nee, richtig, weil der ist auch zu alt. Und der ist zu alt und der ist gleich bei ihm. Und den anderen bleibt nicht viel übrig hier. Wer bist du? Ach, ja, klar. Du bist der andere Offizier. Das ärgert mich auch am meisten, dass wir nicht checken, welcher Offizier welcher ist. Das kann ja eigentlich nicht sein. Okay, ich geh nochmal. Geh mal raus und guck dir die andere Szene an. Es gibt ja zwei. Geh mal ins Buch kurz mal durch. Auf Deck, genau. Wir können uns diese Szene noch angucken. Das Verderben ist dann, das ist die letzte, wo Abigail stirbt. Ja. So, dann, genau. Und dann liegt sie ja halb, liegt sie ja schon tot im Bett. Ja, dann gucken wir gleich sie auch mal. Auch Martin. Wo ist der Kapitän? Sind sie ja ganz betrunken, sie ist heute wieder rein. Genau, da haben wir uns gefragt, wer ist denn Martin? Das könnte dann Martin gucken. Sein. Gucken wir, ob wir es schon rausgefunden haben. Martin ist dann wahrscheinlich einer von denen, oder? Aber ich gucke hier mal gerade zu. Ja, dritter Offizier. Ah Parrot. Ja, das können wir jetzt gleich vielleicht rausfinden, Martin, welcher Parrot. Ist. Dann gehen aber wir erst in der nächsten Szene, genau. Wir gehen kurz raus. Kurz bei ihr rein, ja. Aber das Ding ist, dadurch, dass er, der Typ hier, ne? Mhm. Ist der Einzige, der wirklich zerrissen wird. Glaube ich. Es wird jetzt so explizit gesagt, alle anderen. Ja, aber den kann ich mir auch merken, kurz. Und dann ja, den. Abigail, wo bist du? Wo liegst du denn? Achso, liegt ja im Bett. Ah, ja, stimmt. Sie haben sie dann dahin gebracht. Die Leiche wurde nach ihrem Abscheiden noch bewegt. Das wird der. Okay, muss in der Nähe stehen. Okay, der Typ, der antwortet, ist Martin. Ja, guck mal, wer er ist. Aber der schreit so krass. Ist das Martin? Ja, aber am ehesten, wenn er sagt, kommen Sie her. Das was Problem gibt's noch? Ist, gibt es den anderen Offizier hier auch? Hier, natürlich gibt es den auch. Nee? Nee, dann perfekt. Ist das Martin. Ja. Easy peasy. Vielen Dank, Martin, für diese. Und dann ist es so, wie wir gesagt haben. Das ist Martin Parrott, ist der dritte und der andere ist John Davies. Ja, wenn, ja. Ja, hundertprozentig. So. Und aber wie er ist hier noch zugegen? Ich würde mir die Szene trotzdem noch angucken. Die beiden. Dann. Der Bootsmann. Der Typ ist jetzt schon zerrissen, der andere. Schon tot. Der macht mich jetzt verrückt. Was ist der Letzte, den wir nicht untergebracht haben? Ja, aber dann gucken wir gleich, wenn wir alle anderen untergebracht haben. Und ich bin mir schon sicher, dass das ja ein Offizier ist. Also das wird nicht ein anderer Hut sein. Ein Offizier und Gentleman. So, wen haben wir hier unten denn noch? Das sind die Frauen. Ja. Ja, die beiden. Und wen noch? Offizier, Fähnrich, glaube ich. Ja, das ist der. Nee, ist der Stuart. Stuart, ja. Er schon wieder? Unser Nemesis. Wer bist du denn? Hier? Das ist der mit der Glatze, ja, den erkennt man okay, auch. Okay, der hält einfach nur seinem. Ah, das ist der Zerrissene. Ach guck, jetzt könnte ich aus von der Szene in die Szene springen. So lustig, das wusste ich gerne. Wow. Sind hier noch Leute irgendwo? Ja, durchs Wasser darf ich nicht. Da oben ist noch einer. Der hängt da so rum. Oh, das ist der Steuermann. Ah, wo wir gesagt haben, dass er der Steuermann macht, aber auch. Aber okay, warte, der Steuermann. Dafür, dass das Steuer eigentlich hier ist. Ja, aber der wird gepackt.
Und sie kämpfen ja auch. Also. Hm. Aber der Steuermann wird vielleicht jetzt von der Beste getötet, Tatsache. Nicht so viel mit Steuermann. Das Problem ist, den kann ich nirgendwo, glaube ich. Ich kann ja hier nicht sagen, dass er. Ah. Doch, kannst du. Das würde ich erstmal sagen. Also eindeutig, oder? Ja, ja, klar, der wird jetzt. Der kommt aber da die Frage ist, wird der zerquetscht, ersäuft, irgendwas? Der wird jetzt mal geschmeidig. Oh, er könnte ertrinken, natürlich. Ja, habe ich ja gesagt. Weil er scheinbar nicht zerfetzt, zerquetscht. Zerrissen. Von einer. Oder er wird gegessen. Ja, was wissen wir halt nicht. Aber auf jeden Fall von der Bestie ermordet. Das müssen wir eintragen irgendwo. Er wird ertränkt. Sagst sein. Du? Ja, oder er wird. Also, er wir sagen auf jeden Fall Bestie. Zerquetscht. Bist du für zerquetscht? Aber. Das sehen wir halt jetzt noch nicht, was auch immer Bestie. Er wird. Ich glaube, wir werden das halt nie sehen. Deswegen müssen wir irgendwas raten. Und wir sagen, ich finde das gut. Er wird. Weil es ist ein Kraken. Was machen Kraken? Kraken quetschen. Oder Kraken. Ja. Essen er kann halt auch durch den Fallschaden sterben, das ist ja klar. Fallschaden. Ja, come on. Aber immerhin kriegen wir es. Okay, immerhin haben wir unser Offiziersdilemma gelöst. Ja, dann müssen wir nur noch den anderen benennen. Ja, das können wir ja gerade mal machen. Genau, wir gehen jetzt auf das Bild. Und dann das ganz unten, da ist er. Warte, er ist, das ist Martin, Parrot. Das heißt hier unten. Und dann bist du... Der Job. Babys. So, jetzt gucken wir mal, was bleibt denn jetzt noch übrig für den alten Polen? Das ist doch ein Pole. Der meinst, er hier? Ja, da, ja, genau, klick den doch mal an. Was kannst du denn sein? Er ist nicht das. Nee, er kann nicht der Martin sein. Irgendwas, aber der Zimmermann und Zimmermanns Martin sind sicher. Kanonier. Vielleicht haben wir es mit dem Christian Wolf irgendwo verkackt. Und er ist in Wahrheit, ist das der Kanonier und der andere, vielleicht haben wir die beiden vertauscht, aber das können wir herausfinden, indem wir uns Christian noch, könnte gehen. Er ein Duncan McKay sein. Ah ja, was macht denn ein Zahlenmeister? Ich weiß ja nicht, ob der hier so ehrlich mal so ein... Genau, aber er ist einer von den beiden, also er ist entweder der Zahlenmeister oder einer der Kanoniere. Ja, und da ich nicht glaube, dass er der Mart eigentlich sein kann, weil er so präsent ist. Ja, dann geh doch mal bei Christian Wolf in die Erinnerung und wir gucken uns... Oh. So nicht. Ja. Rückgängig? Das geht nicht rückgängig. Das geht auch nicht so rückgängig. Das Problem ist, ja, jetzt habe ich Christian Wolf halt rausgenommen. Shit. Das war nicht geplant. Aber ich weiß, wie der aussah, glaube ich. Ja. Nicht ja, du müsstest mal aufs Bild gehen. Christian Wolf. Nee, warte mal, wir hatten den noch. Ich weiß nicht. Warte. Was ist das? Nicht so schnell. Der hier ist Christian Wolf gewesen. Ah ja. Ja. Was Sinn macht, weil er das Kommando hier gibt. Ja. Und weil es einfach ist. Er sieht auch relativ. Das heißt. Von einem unbekannten Angreifer. Achso, da wo die Kanone sich löst. Wir gucken uns die Szene nochmal an und gucken, warum wir darauf kommen, dass er Österreicher ist. Weil die eine ist Pole, eine ist Österreicher. Und gucken jetzt nochmal aufs Bild, aufs Große. Weil die stehen ja auch zusammen. Also einer von... Das ist die, einer ist der Mart, einer ist der Nicht-Mart. Ja, aber es kann ja auch der Nicht-Mart die Befehle geben, rein hypothetisch. Ja. Aber ich würde in die Wolfsszene gehen. Also immerhin, wir haben jetzt die Offiziere zugeordnet. Wir haben immer noch nicht Charles Minier zugeordnet. Den finde ich. Also ich weiß ja, wie der aussieht, der Tätowierte. Ja, genau. Da müssen wir nur noch mal gleich uns im Hinterkopf halten. Wer bist du? Bist du denn eigentlich mit dir gut? Ah. Wer ist das nochmal gewesen? Das ist der... Bootsmann. Aber da er der Einzige ist, der hier wirklich zerrissen wird, in Teile, gehe ich davon aus. So, jetzt, dann sucht doch mal die Leiche von dem. Aber soll ich erstmal sagen, dass der Tätowierte das ist? Kannst du aber auch machen. Also ich meine, es passiert ja nichts Schlimmes. Es gibt ja kein Falsch, das ist nur nicht richtig. Ja, was war das? Das ist Verderben. Oh. Mhm. Genau, da springen wir gleich rein in die Szene. Weiter. Da. Dann bist du nämlich jetzt befördert worden. Nur, dass es kein Maskers ist. Ich würde mir das... Aber ich schreibe mir das trotzdem ins Handy. Weil es kann ja auch sein, dass es nicht stimmt. Und dann muss er doch ein Maskers sein. Wieso sollte er sonst oben auf den Segeln sitzen halt, ne? Ja,
So, jetzt wollen wir hier zu den Kanonendeck, ne? Das hängt ja mit dem Loot nochmal auf sich. Achso, das ist die. Okay, jetzt ganz kurz. Wer ist nochmal? Suchen wir. Wollen wir die Geschichte verifizieren hier? Ja. Christian Wolf liegt hier. Ach, guck mal, hier gibt's ja auch. Ist das dann Christian Wolf? Ist das der hier? Der Dumm. Oder? Kommt hin, ne? Das sieht so aus. Das war der. Ich muss mal von 1 nach 4 durchgucken. Ja, ja, klar, wir haben das ja auch nicht immer nur an der Todesszene erkannt, ne? Nee, aber ich finde es ganz. Also, mal klar, man könnte jetzt chronologischer durchgehen, aber wir arbeiten jetzt gerade einfach von Hinweis zu Hinweis, ne? Da wir uns Sachen einfallen. Ist das denn die Szene? Ah ja, okay. Ja. Wie zur Hölle sind wir darauf gekommen, dass du Christian Wolf bist? Ja, in einer anderen Szene halt. Shit. Und deswegen sollten wir die vielleicht alle viermal durchgehen. Die Lunte. Vom ersten. Aber wir müssen nur wissen, wer der erste. Wer ist der erste Tote? Guck mal. Im Buch. Lars Linde. Achso, das war oben. Den können wir. Wurde von einem unbekannten Matrosen. Ja, wir wissen halt nicht, wer da ist. Oh. Da wurde doch. Meinst du, ich habe vergessen, dass mein Bruder, da wussten wir nicht, welcher der beiden Brüder. Da können wir mal gucken, ob wir das jetzt irgendwie rausfinden könnten. Ja, aber dann, das machen wir gleich erst. Ja. Dann war der Maler, aber der war total isoliert. Ja, dann das kommt. Ist egal. Ja, okay, es gibt einen, der hier vorher zerquetscht wird. Dieser unbekannte Matrose. Okay, das ist der, der davor liegt. Eine Leiche weiter. Tür. Und man muss ja irgendwo auch sehen, dass der Lars Linde den Bruder tötet. Das haben wir auch noch nicht gesehen. Das, ich glaube, das ist Kapitel 1, ein Unfall. Also ich vermute, und dann klärt sich das auf. So, warte, ich glaube, das ist nämlich... Der hier ist das dann, ja. Tötem. Mhm. Es sind alle Toten unter Deck. Der gibt halt Anweisungen. Da haben wir diskutiert, ob nun der Kraken ihn zerquetscht oder. Also das ist er ist. Er ist das. Oder, und ich habe gesagt, es muss die Bestie sein. Da hieß es ja, das ist auch. Aber es ist ein Kanonier. Ach, den gibt's ja nicht als. Es gibt keine Kanonier. Oh, aber es gibt eigentlich auf einem Schiff doch Kanoniere und Matrosen. Ja, es ist kein Kriegsschiff. Deshalb, ich glaube, es macht einen Unterschied. Ich glaube, die Matrosen sind auch Kanoniere. Kanoniere auf diesem Schiff, ja. Ja, also generell, glaube ich, es ist ja jetzt kein. Aber es ärgert mich, dass die Marsgäste aber Marsgäste und nicht auch Matrosen dann sind. Ja. Okay, sag mal die anderen beiden. Ja, das ist dann. Genau. Der. Ja. Den, also ich glaube, wir haben ihn anhand dieser Szene haben wir gesagt, dass er der Kanonier. Wo ist denn der andere zugegen eigentlich? Guck mal. Ich glaube nämlich nicht. Nee. Den suchen wir hier, ne? Aber der ist wieder zugegen. Der ist immer zugegen. Ja, ich vermute der Sache, dass der Ältere das Sagen hat von den beiden. Der. Was war eigentlich denn, was fehlte uns denn in der Szene? Also, okay, wir haben auch Foto von einem unbekannten Angriff. Wir haben es auch noch nicht komplett gemacht, das heißt, es konnte auch nicht aufgedeckt werden. Ja, weil wir nicht wissen. Die Matrosen sind halt echt die schwersten, ne? Ich glaube, die sind noch, ja, klar. Du. Aber der soll einfach sein, halt, ne? Ja, ja. Das Ding ist jetzt hier auch mit diesem unbekannten Angreifer mit einer Kanone zerfetzt, ne? Ist halt also, das ist ja die nächste Szene dann. Ja, ist ein Unfall dann. Es ist ein Unfall, aber. Vielleicht ist es auch kein Angreifer, sondern guck mal, was es sonst noch gibt. Also, es soll nicht der Angreifer. Meinst du das hier? Mhm. Ich kann halt nur Feind, Bestie. Feind? Das ist ja kein Feind, das ist ein Unfall. Fremdländischer Feind, oder auf was? Keinen da Fall. Noch auf uns auf zu? Keinen Fall. Ich kann halt nur Namen. Ja, geben, dann ne? Geh mal kurz raus und sag nicht. Kann, genau. Mach mal da und guck, was gibt's denn da. Aber ja. Er wird ja schon. Gibt's Unfall? Nee, ne? Nee. Wir haben halt gesagt, er wird zerfetzt, weil er wird ja. Der Schuss geht ja auf ihn. Ja, definitiv, ne? Ja. Vielleicht wird er erschossen.
Von einer Kanone? Ja. Von aber dann... Wird er dann von einer Bestie mit einer Kanone zerfetzt? Weil die Bestie das quasi triggert? Keine Ahnung, das wird ziemlich um die Ecke gehen. Halt können so wir mal ausprobieren, aber... Und von der schrecklichen Bestie, oder? Mit einer Kanone zerfetzt, das klingt so scheiße. Jeez. Aber da haben wir immerhin den Trigger für uns, dass wir uns merken können. Also wir wissen halt, dass er ist entweder der Maat oder ist der Kanonier, einer von beiden. Und der andere, um ins große Bild zu gehen, ist wahrscheinlich... Ups. Mann! Kann man jetzt zweimal da falsch draufklicken. Einer von beiden ist Pole und dann ist Österreicher. Ja. Er klang jetzt aber weder polnisch noch österreichisch für mich so besonders. Ne? Er hat jetzt nichts Eigenes an sich. Den hört können wir uns bei dem mal alles hin reinpfeifen? Ja, da ist er umgekommen. Ja. Flucht Teil 4. Wurde von einem unbekannten Angreifer genug. Und sie gehen gen Osten. Wir tauschen nicht. Okay, das müssen wir uns anhören. Okay, ja. Flucht Teil 4. Okay. Gehen wir da mal rein. Wir müssen seine Leiche ja noch finden. Ja, raus aus der Tür. Genau, ja, klar. Raus aus der Tür und dann suchen wir seine Leiche. Das sowas wurmt mich auch. Das müssen wir jetzt unbedingt rausfinden. Welches Deck ist denn das, die Frage? Geschützdeck. Geschützdeck, okay. Hinten. Ist das, also wir sind auf dem Geschützdeck. Und er liegt hier ganz hinten. Ganz hinten da bei den... Ja, beim Übergang. Warte mal, ist das da, ne? Nee. Nee, ist ganz vorne, oder? In die Richtung. Du musst hinten, dahin, nach hinten. Und er müsste hier liegen. Hier in dem Zwischenraum. Gott, welche von denen siehst du denn jetzt? Warte. Kannst du nicht erst... Ja, ich kann mich drauf... Er ist das hier, oder? Da. Ja, würde ich auch sagen. Guck mal, wenn es das nicht ist, gehe ich wieder raus einfach. Ja, Teil 4. Ihr hört doch auch den Fähnrich, glaube ich. Der Fähnrich erschießt ihn. Ja. Aber er klingt auch wieder nicht polnisch und auch nicht österreichisch. Nee, er springt so krass britisch. Er ist richtig britisch, ne? Das heißt, er muss dann im Ausschlussprinzip, wenn er nicht der Kanoniermaat und nicht der Kanonier ist. Ja. Und die sind safe. Das ist safe. Das kann er nicht sein. Die Offiziere sind safe, unserer Meinung nach. Da muss er der fucking Zahlmeister sein. Da muss er Duncan McKay sein. Eigentlich schon. Weil auch der ist ja noch nie begegnet irgendwo. Ne? Ja, und er ist so britisch. Also. Er wird von dem Fähnrich erschossen, ne? Ja, und zwar von diesem hier. Das wissen wir doch. Ah, nee, warte mal. Ah, nee, warte. Er ist der dritte Offizier. Nee, vierte Offizier. Ist er der vierte? Ja, ganz unten haben wir gesagt, ist der vierte. John Davies. Ja, dann. Yes! Das werden wir dann gleich aussehen, ob es richtig ist, warte, wenn wir genug Schicksale aufklären. Wenn nicht, wissen wir, das stimmt nicht. Gott, das muss man sich dann auch noch merken. John Davies, ja. Duncan McKay oder von John Davies. Davies. Das ist auf jeden Fall richtig. Ob das richtig ist, halt die Frage. Ja. Boah, Fanny. Erschossen ist gut, Alter. Ja, fetzt ihm das Ist das sein Hut? Ist das sein Hut oder ist das sein... Nee, sein... Ich dachte, das ist sein Hinterkopf. Eieieiei. Okay, gut. Aber hier war noch eine Leiche, oder? Ja, das ist... Der Offizier stirbt danach? Entschuldigung. Ach ja, warte. Wer kriegt denn hier weg? Nochmal. Erstochen. Das ist Fanrecht. Ja. Ich glaube, der Fähnrich lauscht doch, glaube ich. Ja, ne? Genau. Rennt dann weg und wird erstochen von ihm, glaube ich. Haben wir das schon geklärt? Ja, ich glaube nicht. Warte mal. Das muss ja dann davor sein. Ja, aber eigentlich Meuterei ruft ja der... Ja, stimmt, sie reden eigentlich. Wer ruft denn Meuterei von den beiden? Wer meutert denn? Der hier. Offizier der... ruft es. Mutiny. Genau, das heißt, er... Er meutert. Er meutert und ersticht den anderen wahrscheinlich vorher. Ja. Das heißt, wir müssen bei dem anderen mal aufs Bild gehen. Wer? Wobei halt hier reden sie ja schon wieder.
Weil das hier ist da nicht ein Dritter involviert in diesem Geschwür? Nee, ja, warte mal. Oder reden die beiden miteinander? Nee. Es gibt sonst nämlich keinen Gesprächspartner, glaube ich, mehr in der Szene, ne? Mhm. Aber wer sollte sonst Meuterei rufen? Aber die sind, ach, die sind oben, die anderen. Warte mal, meutert denn? Das müsste man sich merken. Warte, warte. Ich gucke nur noch mal oben. Okay, die sind raus. Die haben mit der Szene nichts zu tun. Warte, warte, warte. Wir müssen nur uns erinnern, wer alles meutert, weil dann ist es ja relativ obvious. Das kann man halt vorher in der Szene sehen. Das sind ja die, die sich so konspirativ dann mit dem zusammensitzen. Ja, kannst du ja, warte mal. Nee. Bei dem, der das Bein verloren hat. Ach, das ist in der Fluchtszene. Ja, das ist später, ne? Nee, warte mal, warte mal, warte mal. Doch, die flüchten ja. Er sagt ja, doch da, auch... Ja, da ist die Szene. Guck mal da, wer ist zugegen? Naja, da ist er zugegen. Der ist mit ihm im Raum. Das ist genau. Der bei ihm sitzt. Er und ein anderer Typ. Ein Fähnrich ist mit. Ein Fähnrich lauscht und einer ist mit im Raum, oder? Genau, der Fähnrich lauscht. Und der Fähnrich steht hier. Genau, aber wer sticht Klässchen ihn denn da? Dann? Der. Müssen wir nochmal reingucken vorher. Das müssen wir jetzt rausfinden, weil es müsste rauszufinden sein. Also entweder der hier ersticht ihn. Das haben wir klar, Paul Moss. Oder ist es der... Warte mal, ist das der Steward oder ist das der Fähnrich? Ich mixe die immer durcheinander. Das ist ein Fähnrich. Ja, und zwar der ganz rechte. Guck mal aufs Bild. Wie heißt ja, denn der? Das haben wir gesagt, die kennen die alle, das ne? Ist Thomas Lang. Den finden wir jetzt raus. Es muss einer von denen in dem Raum sein. Muss dann er eigentlich sein. Eigentlich würde ich auch sagen, probier das mal. Warte mal ganz kurz, welche Szene ist das? Das ist Teil... Ich will nur sicher gehen. Hä? Da. Teil 6. Hä? Das heißt, das passiert später? Ja, dann kann er das aber nicht sein. Obwohl, er stirbt später? Aber Thomas... mit einem Messer getötet. Nein, oh nein. Okay, warte, das schauen wir uns an. Sag Peters Mom, genau. Er liegt dann, aber er stirbt später, weil er sich hier, glaube ich, reingerettet. Richtig, aber im Endeffekt wurde er trotzdem erstochen von einem, der... Ja. Von müsste trotzdem noch der hier sein, glaube ich. Glaube ich auch. Warte mal, nur die Reihenfolge ist... Ach, die Reihenfolge ist so können schwer. Wir nochmal trotzdem gucken in diese Szene. Hier, stopp. Wer hier drei... Da war ja noch ein Dritter im Raum. Ja, das waren dann die potenziellen Mörder, glaube ich. Genau, die beiden potenziellen Mörder, weil der Verletzte kannst du natürlich nicht selber sehen. Ja, warte mal, das ist... Ich gucke nur mal, also welche Szene wir uns mit angucken müssen, ne? Teil 2 ist oben. Es sind ja zwei Handlungen parallel. Ja, wir müssen Teil 1... Teil 2, Teil 3 ist oben. Teil 4 ist unten. Teil 5 ist unten. Und dann wird John Davies... totgeschlagen. Hat er dann totgeschlagen? Ja, von dem mit dem Knüppel. Das ist der, der die Treppe jetzt runterrennt. Das ist der Dritte, den sehen wir schon oben. Dann kommt Thomas Lang. Genau. Aber wir müssen auf jeden Fall ins Erste. Wir gehen nochmal komplett dieses Kapitel quasi durch. Und alle Szenen, die unten spielen. Ja. Oh, das ist geil. Folge ist auch schon wieder ganz schön lang. Aber das... Es ist jetzt halt... Oder okay, sollen wir hier nochmal einen Break machen? Ja, wir sollten uns die erste Szene vielleicht trotzdem noch angucken. Ja, aber jetzt könnten wir uns quasi nochmal die ganze durchgehen. Okay. Dann bis gleich. Na okay, fuck it, wir ziehen jetzt durch. So, genau, wir wollen... Ja, mit ihm beginnt alles. Genau, das können wir jetzt ja auch nochmal... Das haben wir gerade erst gesehen. Ne? Teil 1. Ja. Und die ist ja richtig. Genau. Das ist ja nur wichtig, genau. Wer hier ist. Das ist Duncan, also zumindest genau. Der Typ. Und das ist... Das ist einer der Fähnriche. Nee, der vierte Offizier. Hä? Ja. Er ist mich verwirrt. Okay. Jetzt check ich gar nichts. Okay, was heißt denn nicht, dass sie hier meutern müssen, aber jetzt bin ich verwirrt. Der ist irgendwas... Weil jetzt kommt, hier kommt nämlich der Fähnrich, das haben wir letztes Mal schon gesagt, ne? Mhm, und hier steht auch noch jemand. Ja, der geht jetzt nach oben, weil es gibt die jetzt zu der Handlung, die oben passiert. Und der, genau, der Captain und der erste Offizier. Genau, und er wird jetzt hier gleich lauschen. Ja. Okay, wir müssen uns wirklich alle Szenen durchgucken, weil wir dann auch sehen, was unten passiert. Müssen wir uns... Paul Moss war oben die Geschichte, ne? Da kommst du jetzt nicht rein. Paul Moss ist der, der links oben liegt, glaube ich. Ich glaube, dieses Spiel... Man ist halt so viel besser, glaube ich, noch tatsächlich da drin, weil man das am Stück spielt. Aber ich komme jetzt rein, merke ich halt, ne? Weil das ist Paul Moss, glaube ich. Bup, bup. Da will ich nur reingucken, ne? Das ist Teil 2, ja. Der wird oben getötet. Die sind jetzt hier schon hochgekommen, ne? Ja, der auch. Genau, und später schlägt der nämlich den Typen. Ist der mit dem Knüppel.
Ja, unser Mörder auch von dem anderen, der aufgeknüpfte. Genau, jetzt ist der hier in der Zwischenzeit ist jetzt hier da hin, belauscht jetzt, was der vermeintliche Duncan, der ist klar. Und er ist jetzt so ein bisschen, oh, scheiße. Was machen wir? Mhm. Und ich denke, wenn sie rauskommen, reden sie weiter darüber und dann gefällt es ihm nicht, was... Also er macht er erst den Vorschlag, noch hat ja. er quasi nicht den Vorschlag gemacht. Richtig. Dann kommt, ich gucke jetzt alle mal durch, dann kommt der andere. James Birdie Bird. Oh, da kann jetzt, da konnte ich doch jetzt, glaube ich, direkt... Ach nee, der ist jetzt noch nicht tot, ne? Die Tür ist hier oben dann, ne? Ja. Gucken wir da nochmal rein. Ich glaube, es ist gar nicht so dumm, sich quasi alle Szenen, aber auch spezifisch auf einen Aspekt quasi mal anzugucken, um auf den zeitlichen Ablauf. So, das ist dann er. Es wäre mega ätzend, wenn es Wartezeiten hätte. Jetzt können wir nochmal gucken, was gerade irgendwie passiert immer in der Szene. Okay. Ja, ja. Also eindeutig, der hier. Habe ich ja vorhin auch gesagt mit dem Messer, gut. dass er da drauf hüpft, aber wir wussten ja nicht, wer er ist. Okay, aber es jetzt. Das Problem ist, wenn das falsch ist halt, wenn der nicht Duncan McKay ist. Ja, dann müssen wir Duncan überall tauschen. Müssen wir Duncan dann halt austauschen, aber noch haben wir nicht so viel Duncans. Warte mal, das ist Thomas Lang, der ist ganz am Ende. Ja, der wurde von Duncan. Sehr wahrscheinlich, weil mir auch keiner andere einfällt, der das sein kann. Mm. Es sei denn, er ist fucking doch der Steuermann, weil wir. Aber den Steuermann haben wir ja nur über das Bild zugeordnet. Ja, aber den musste man auch über das Bild zuordnen. Thomas Lang wurde von Duncan McKay. Und der Steuermann ist eigentlich auch nicht was Hochrangiges von den Klamotten. Mm. Es kommen ja aber auch. Also ist ja auch, wir sind auch noch nicht ganz am Ende, da kommt ja auch noch ein ganzes Kapitel. Ich würde aber jetzt aus Prinzip noch die letzten zwei Szenen gucken. Er? Genau, ich will jetzt so. Guck mal rein in die Kammer noch. Genau, er hört es jetzt. Jetzt hört er Fachbewohner belauscht. Das heißt, sie müssen ja aber schon irgendwas Konspiratives gesprochen haben. Und er macht keine Kompromisse. Und jetzt kloppen die sich aber beide gleich. Und also gleich er und er. Ja. Ne, was das heißt das? Jetzt habe ich Teil 4 genannt, jetzt will ich Teil 5 nochmal sehen. Mhm. Aber das ist dann schon. John Davies wurde von einem unbekannten Angreifer totgeschlagen. Dann kommt er, genau. Nee, warte mal. Das kommt erst. Erst Duncan McKay wird von John Davies. Okay, genau. Das haben wir gerade gesehen. Ja. Und dann müssen wir jetzt hier reingucken. Ja. In Teil 5. John Davies ist dann der hier gleich. Okay. Das ist gut! Naja, genau, dieses Kapitel 3 ist das, was wir am Anfang gesehen haben, dass die beiden sich jetzt prügeln und dann kriegt er einen Headshot. 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 So, der liegt jetzt hier gleich. Oh, jetzt muss das ist Leichen der rechte. Das ist der hier, ne? Ja. Genau, weil der hat seinen Schädel verloren. Ja. Teil 5 ist es dann, glaube ich, ja. Oh, sorry, ich wollte sie anhören. Shit, ich depp. Sorry, einfach durchgeklickt. Ich weiß, weil ich die anderen jetzt immer weitergeklickt habe, ist das völlig Quatsch. Wir gehen nochmal rein. Ihr habt ja Zeit mitgebracht, ne? Ja. Vielleicht nochmal. What's all this, you damn fool? Was soll das? Damn fool. Vielleicht denkt er hat ihn erschossen? Ja, hat er ja auch. Also kann halt sein, dass der mit ihm zusammenarbeitet, ne? Ja, oder, ja. Weil das ist ja hier Duncan, ne? Wurde jetzt gerade von Davies erschossen. Und der Typ... Genau, das hatten wir aber schon zugeordnet, ne? Ja, ja, das ist jetzt nichts Neues, aber ich dachte, wir könnten dieser Szene vielleicht noch neue Informationen. Von einem Unbekannten. Was soll das alles? Wir wissen halt nicht, wer der ist, so eine Schlüsselfigur, haben wir ja schon gesagt. Ja, ja. Wenn wir herausfinden, wie der heißt, der hat so viele, der hat den aufgeknüpften erschossen. Es fehlt, wer er ist. Der unbekannte Angreifer, meinst du? Ja, aber können wir bei dem gucken, in welchen Szenen der so vorkommt? Könnten wir machen gleich in der nächsten Folge. Genau dieser Typ. Der kommt halt überall vor, glaube ich. Er ist umgekommen, das Ende Teil 2. Achso, er ist der letzte. Er putscht. Er meutert. Er meutert gegen den Captain. So, und jetzt kommt wer alles runter? Genau, der schleppt sich da hinten rein und es ist der. Captain. Ja. Und der lebt quasi noch, aber. Ja. Der braucht ja auch eine Weile für den Weg. Und jetzt kommen sie runter, um abzuchecken, was hier unten passiert. Denke ich, ne? Ja.
dann zieh die mal einfach eins über. Da ist jetzt nicht viel Neues, läuft dabei dann. Mhm. Na gut, in diesem Sinne. Bis zur nächsten Folge. Machen wir erstmal einen Haken hinter. Tschüss. Tschüss.